Jumpin' Dog, Agility by Mika. Eine weitere Hundesportart, die mir und auch meinen Hunden super viel Spaß macht und die ich auch unterrichte, das ist Agility. Und beim Agility geht es darum, dass der Hund verschiedene Geräte in möglichst kurzer Zeit und fehlerfrei überwindet. Dabei wird der Hund von Hundeführer geführt. Ja, und es werden immer wieder ganz neue Anordnungen gestellt. Das heißt, der Parcours steht nie gleich. Also ich brauche den Hund mal auf der linken, mal auf der rechten Seite. Und der Hund muss sich ganz doll am Hundeführer orientieren, damit der ihm den idealen Weg zeigen kann, der am kürzesten ist und dann eben auch am schnellsten. Beim Agility ist es anders wie zum Beispiel beim Dog Dance. Dog Dance ist für jede Hunderasse und auch für Hunde mit Handicap geeignet. Beim Agility ist es so, dass es zwei Voraussetzungen gibt. Das eine ist, der Hund muss ausgewachsen sein. Und das andere ist das, dass der Hund wirklich kein körperliches Handicap haben sollte. Das hängt damit zusammen, dass beim Agility das eben um Zeit und Geschwindigkeit und Höhe eben geht. Und ein Hund mit einem Handicap sollte das nicht machen müssen. Es tut ihm nicht gut. Ich persönlich sage aber, ich kann mit einem jungen Hund definitiv schon die Vorarbeit leisten. Und zwar das, dass ich sage, ich mache schon Führtechnik, dass der Hund gleich lernt, auf meinen Körper entsprechend zu achten. Und ich mache auch schon Gerätetraining. Und ich erkläre das immer sehr gern mit dem Beispiel anhand von einem Skifahrer. Wenn man sich vorstellt, ein Erwachsener, der das erste Mal auf Skiern steht, der ist sehr befangen und auch ängstlich. Und meine Erfahrung zeigt, dass das mit Hunden genau das Gleiche ist. Wenn ich einen Hund zum ersten Mal als erwachsenen Hund zum Beispiel hier auf eine Wippe oder auf die A-Wand stelle, dann sind die oft ziemlich beeindruckt. Und deshalb sage ich, ich mache mit jungen Hunden gerne schon Gerätetechnik und Führtechnik, dann kennen sie das schon. Und richtig loslegen tun wir dann, wenn der Hund eben erwachsen ist. Dann können wir richtig Agility machen auf Zeit und auch auf Höhe. Beim Agility gibt es neben vielen anderen Geräten auch Kontaktzonengeräte. Und ein Kontaktzonengerät, da sind wir gerade hier dran, das ist die A-Wand. Und bei Kontaktzonengeräte geht es darum, dass der Hund immer diese Kontaktzonen auch berühren muss. Und da gibt es immer zwei davon, nämlich eine Kontaktzone beim Aufgang und eine beim Abgang. Also man sieht hier die zwei Farben und immer die untere Farbe, also in dem Fall das Rote, das ist die Kontaktzone. Und da geht es darum, dass der Hund eben mit Minimum einer Pfote auch beim schnellen Laufen diese Kontaktzone berühren muss. Wir haben jetzt hier einige Geräte gezeigt, aber natürlich gibt es im Agility noch wesentlich mehr. Und es ist natürlich auch eine Sache vom Training, bis der Hund dann auch wirklich erstmal so weit ist. Aber es macht eben riesen enorm Spaß und darum geht es ja schließlich in erster Linie.